Hi meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Heute zeige ich euch ein Muster, welches ich in diesem Video auch zum ersten Mal häkle. Ich habe das vorher auch noch nie gehäkelt. Und zwar das Jasminmuster. Ihr seht lauter schöne Blumen, Blüten. Und ich muss sagen, mir gefällt es wahnsinnig gut. Und ich habe mir für meine Meinung nach auch echt die perfekte Wolle gerade dafür rausgesucht, weil es ist wunderschön weich und trotzdem glatt. Und ach, ich würde sagen, quatschen wir nicht lange. Fangen wir an. Gut, meine Lieben, dann lasst uns mal anfangen. Ich habe hier schon mal unsere Anfangsmasche gemacht. Da macht ihr jetzt noch eine Luftmasche rein. Und die zieht ihr so circa 1,5 cm sowas lang und hebt sie gut fest, damit ihr sie nicht wieder kürzer zieht. Dann macht ihr euch einen Umschlag. Den hebt ihr am besten auch gleich mit fest. Und dann geht ihr unten in die Anfangsmasche. Stecht ein und holt euch den Faden. So, und zieht den genauso lang wie den ganzen Rest. Dann wieder gut festhalten, einen Umschlag machen. Den Umschlag auch mit festhalten. Wieder unten in die Masche, Faden holen, wieder hochziehen. So, und das Ganze noch einmal. Wir machen das hier dreimal, manche machen es auch viermal. Es kommt immer darauf an, wie dick ist eure Wolle, wie groß ist eure Nadel, weil wenn es zu viel ist, sieht es auch nicht schön aus. Es muss halt einfach passen. Und hier passt dreimal, finde ich ganz gut. Also nochmal den Umschlag und noch einmal den Faden holen und genauso schön lang ziehen wie den Rest. So, jetzt ist wichtig. Ihr hebt hier unten eure Arbeit fest und gleichzeitig hier euren Arbeitsfaden. Weil wenn ihr den hier durchzieht, verschwindet der da drin und der soll noch nicht da drin verschwinden. Das heißt, ihr hebt den hier mit fest, holt euch den Faden und zieht ihn einmal komplett durch. Dann habt ihr hier unten noch den Arbeitsfaden, den ihr festgehalten habt. Dort stecht ihr durch, holt euch den Faden, so, und dann holt ihr euch nochmal den Faden und zieht ihn durch beide Schlaufen durch. Und somit haben wir das erste Blütenblatt. So, dann für unsere erste Reihe müssen wir jetzt lauter so Blütenblätter machen. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi eine feste Masche gemacht. Dann machen wir noch eine Luftmasche drauf. Und diese ziehen wir uns wieder lang, so lang wie vorher ungefähr. Dann machen wir wieder einen Umschlag, heben den Umschlag fest und stechen dann hier unten in den Zwischenraum ein. Holen uns den Faden wieder und das Ganze dann noch zweimal. Jetzt seht ihr, wo ihr rein müsst. Also Umschlag, Faden holen und nochmal Umschlag und Faden holen. So. Dann das gleiche wie gerade eben. Ihr hebt eure Arbeit und euren Arbeitsfaden hier fest, dass der euch nicht gleich verschwindet. Dann holt ihr euch den Faden und zieht ihn einmal komplett durch und dann noch einmal durch den Faden, den wir festgehalten haben, durch. Faden holen, dann habt ihr wieder zwei Schlaufen auf der Nadel und Faden holen und durch beide durch. Dann schaut das Ganze jetzt erst einmal so aus. Ich zeige es euch noch einmal. Wir machen noch wieder eine Luftmasche dann. Diese ziehen wir uns wieder so lang, dass es uns passt. Dann machen wir einen Umschlag und gehen wieder hier unten in diesen Zwischenraum hier rein. Holen unseren Faden. So, dann wieder Umschlag. Faden holen. Umschlag. Faden holen. So. Schaut das Ganze wieder so aus. Dann wieder festhalten, auch den Arbeitsfaden. Faden holen und durch alle durchziehen. Und dann durch den festgehaltenen Faden nochmal durch. Faden holen. Nochmal Faden holen. Da haben wir schon drei Blütenblättchen. Und davon macht ihr so viele, wie ihr möchtet. Also, dass es so lang ist, wie ihr es haben möchtet. Ich werde da jetzt noch ein paar draufsetzen. Das dürft ihr auch machen, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, meine Lieben, ich habe mir so viele Büschelmaschen gemacht, wie ich gebraucht habe. So breit, wie ich möchte. Plus noch eine weitere, weil das wird hier nun quasi die Wendebüschelmasche. So, und jetzt geht's weiter. Wir haben hier wieder die feste Masche, die Büschelmasche abgeschossen, dann wieder eine Luftmasche, die ihr euch wieder lang zieht. Dann wird wieder Umschlag, dann hier nochmal Masche holen, wie wenn ihr noch eine weitere macht. Umschlag, Masche holen und noch einmal Umschlag, Masche holen. So, das wird jetzt aber nicht beendet, sondern es geht jetzt weiter. Das lasst ihr so schön auf der Nadel. Und zwar geht es jetzt hier unten weiter. Ihr macht einen Umschlag, stecht hier in den Zwischenraum ein, holt euch den Faden. Wieder Umschlag, in den Zwischenraum einstechen, Faden holen, Umschlag, in den Zwischenraum einstechen, Faden holen. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal, dass wir quasi für 3 Büschelmaschen die Umschläge und Maschen auf der Nadel haben. Also, dann nochmal in den nächsten. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So. So schaut das jetzt aus. Und dann müssen wir hier unten wieder festhalten. Auch unseren Faden. Das ist jetzt ganz wichtig. Dann holt ihr euch den Faden und zieht ihn komplett durch alle durch. So. Und dann wie vorher auch hier durch den festgehaltenen Faden einmal durch. Faden holen. Und nochmal Faden holen und durch beide Maschen auf der Nadel. Und schon sieht das Ganze so aus. Dann haben wir hier wieder, so war das jetzt mit der Wendebüschelmasche. Meine Güte, was für ein Zungenbrecher. Dann wieder eine Luftmasche. Die ziehen wir uns wieder lang. Und jetzt Umschlag. Dann gehen wir hier oben in den Zwischenraum. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So, dann geht es hier unten in dem Zwischenraum weiter, wo wir hier schon drin waren. Also einen Umschlag, Faden holen. Einen Umschlag, Faden holen. Einen Umschlag. Faden holen, so, oder oben ist ein bisschen kurz geworden, aber halb so wild, so schaut es aus. Und jetzt noch in den nächsten Zwischenraum auch wieder. Also Umschlag, Faden holen, Umschlag, Faden holen, Umschlag, Faden holen. Dann habt ihr wieder Umschläge und Maschen für 3 Büschelmaschen auf der Nadel. Dann heißt wieder festhalten, vor allem den Faden gut festhalten. Da tut ihr euch leichter, wenn ihr hier den Faden lockerer habt, dass der nicht so auf Spannung ist, wenn ihr dann durchzieht. Und dann wird wieder komplett durch alles durchgezogen. Na, so. Und dann wieder durch unseren festgehaltenen Faden. So, einmal durch. Und dann nochmal als feste Masche beenden. Und so schaut es dann aus. Ja, hier war es jetzt ein bisschen kurz. So, wir machen es noch einmal. Also Luftmasche. Dann wieder hier oben in den Zwischenraum einmal. Zweimal. Und dreimal. Dann hier in diesen Zwischenraum, wo wir vorher das letzte Mal drin waren.
einmal. Zweimal und dreimal, so. Und dann noch in den nächsten Zwischenraum. Einmal, zweimal und dreimal. Und dann wieder. Den Faden holen und festhalten und einmal komplett durchziehen. So, dann wieder durch den festgehaltenen Faden hier und feste Masche. So, das dürft ihr jetzt machen, das werde ich jetzt machen bis wir an der letzten Büschelmasche sind und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Gut, ich bin jetzt fast am Ende der Reihe angekommen. Und ich denke mal, die meisten können sich schon denken, wie das am Ende nochmal geht. Aber ich zeige es euch trotzdem. So, ich habe hier wieder meine Luftmasche. Ziehe ich mir wieder hoch. Dann hier in den ersten Zwischenraum. Zwei, drei, so. Dann das nächste hier unten rein. Einmal. Zweimal und dreimal. Und jetzt das dritte Mal kommt quasi, ich zeige es euch mal mit der Nadel, hier rein. Also. Also nachts fahren da draußen Gestalten rum. Es tut mir leid, ich habe das Fenster offen, weil ich kann den Ventilator ja beim Video machen nicht anhaben, weil sonst wird das hier drin echt zu stickig und draußen, gerade spät abends oder nachts, gerade am Wochenende. Da sind manchmal Gestalten unterwegs, das glaubt ihr nicht. Also, Umschlag und jetzt genau hier rein. Eins. Das ist hier die Anfangsmasche. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So. Dann haben wir wieder alle drei, dann halten wir den Faden hier wieder fest, holen ihn uns und ziehen ihn durch alle drei Büschelmaschen durch. So. Und dann wieder hier unten durch den festgehaltenen Faden. Einmal Faden holen und feste Masche. So, damit haben wir nun die erste Reihe, so quasi die Anfangsreihe. Und die nächste Reihe ist die, die ihr dann einfach immer wieder wiederholt. Also super einfach. Es ist jetzt eine Reihe nur noch, die sich dann immer wieder wiederholt. Also, wir machen eine Luftmasche und wenden unsere Arbeit. Und jetzt brauchen wir quasi eine Büschelmasche. Das ist dann quasi die Wendebüschelmasche. Also, wir ziehen unseren Faden hoch. Einmal. Zweimal. Und dreimal, so, dann Faden festhalten, holen, einmal durchziehen, durch den festgehalten nochmal durch, Faden holen und feste Masche beenden. So, das ist jetzt unsere Wendebüschelmasche quasi. Und jetzt, so wie wir die hier vorher hatten, die eine zusätzliche in der Büschelmaschenkette. Und jetzt geht es wieder ganz normal, so wie gerade vorher weiter, und zwar Luftmasche, dann unsere erste Büschelmasche kommt hier oben rein, einmal, zweimal, dreimal, aber wisst ihr, was ganz toll ist, hier kommt es gerade kühl rein, da draußen fängt es gerade an zu gewittern, ich merke es auch, es fängt echt an zu drücken, trotz offenem Fenster. So. Einmal, dann das zweite Mal kommt hier unten rein. Und ihr seht, ich habe hier ein bisschen, war hier ein bisschen locker. Eins. Zwei. Und drei. Das fällt aber nachher nicht mehr auf. Halt. Eins. Zwei. Drei.
So, und dann noch in den nächsten Zwischenraum. Einmal. Zweimal. Was ist denn los? Einmal. Zweimal. Und dreimal. So, jetzt haben wir wieder drei Büschelmaschen auf der Nadel. Die maschen wir jetzt wieder gemeinsam ab. Wir heben unseren Faden fest. Dann holen wir den Faden und ziehen ihn durch. Alle drei durch. So. Und dann wieder hier durch. Und feste Masche. So. So schaut das Ganze dann aus. Und jetzt macht ihr genauso weiter wieder wie vorher. Hier die Luftmasche. Dann hier oben wieder die erste Büschelmasche. Eins, zwei und halt. Und drei. Dann die zweite kommt hier unten rein. Eins, zwei und drei. Und die dritte dann natürlich in den folgenden Zwischenraum. Einmal, zweimal und dreimal. Dann wieder Faden festhalten und einmal komplett durchziehen. So. Arbeitsfaden. Da. Einmal hier und so. Und das geht jetzt dann eben die ganze Reihe wieder so weiter, so wie vorher eben auch. Das werde ich jetzt mal machen, das dürft ihr machen. Und hier zum Reihenende sehen wir uns dann gleich nochmal. Bis gleich. Gut, ich bin jetzt dann am Ende der Reihe angekommen. Ihr seht, ein Einmal haben wir noch. Und zwar ganz normal natürlich erstmal wieder hier oben in den Zwischenraum. Eins, zwei, dann hier unten einmal, zweimal und dreimal. Und das dritte kommt jetzt hier in diesen Zwischenraum. Also einmal, zweimal. Und dreimal. So. Da haben wir wieder drei Büschelmaschen. Dann wieder einmal durch alle durch. So. Und dann noch durch die festgehaltene. Durch den festgehaltenen Faden. Einmal und zweimal. So. Und dann ist die Reihe auch schon fertig. Ich muss sagen, mir gefällt es richtig, richtig gut. Ja, und diese Reihe wiederholt ihr jetzt einfach immer wieder. Ich werde die Reihe jetzt mal noch zwei oder dreimal wiederholen und melde mich dann nochmal, damit ihr es einfach auch nochmal in größerer Form seht. Bis gleich. So, meine Lieben, ich habe noch ein paar Reihen drauf gehäkelt. So schaut das Ganze aus. Ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Muster. Gar nicht so schwer, wie ich anfangs dachte, weil ich dachte mir auch, oh, das, oder was heißt, oh, ich dachte mir halt, das ist bestimmt nicht ganz so einfach, aber es ist tatsächlich gar nicht so schwer, wenn man einmal drin ist, finde ich. Und es sieht wirklich total toll aus. Also es ist dadurch, durch diese Büschelmaschen ist es natürlich auch sehr dick. Also das wäre auch wirklich ein super tolles Kissen. Klar, Topflappen kann man nehmen. Für eine Decke wäre das natürlich auch richtig, richtig toll. Also muss ich schon sagen, mir gefällt es sehr gut und auch die Wolle ist super dafür. Das ist so weich und glatt. Also die Wolle ist wirklich klasse. Da gibt es auch noch ein Video dazu. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als wieder zum Sagen. Mir hat es wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ich konnte es euch wieder gut genug erklären und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Habt noch einen ganz schönen Tag, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao!